Hans, ich trete jetzt vor der Kamera, so wie ich auf diesem Planeten geboren bin. Frei von Systemen, frei von Urteilen, voll von Menschenliebe. Das ist das Neueste, was ich bekommen habe. Anklage von der Ärztekammer der Steiermark wegen Kurfuscherei. Bedeutet, ich darf keine Menschen helfen. Das wird jetzt eine Trilogie von drei Filmen. Die erste für die Ärztekammer, die zweite für die Apothekenkammer, die den Detektiv beauftragt hat, die dritte für die Detektei selber. Jetzt der erste Teil ist über die Ärztekammer. Da steht drin, Robert Franz, geboren 19.05.1960, Bachholz 50, Albiswald, Verdacht auf Verstöße gegen Paragraph 184, Sachfalls darstellen. Durch mehrere Hinweise aus der Ärzteschaft ist die Ärztekammer für die Steiermark auf die Verkaufsmethoden von Robert Franz gestoßen. Vertreibt mittlerweile vermehrt in Österreich, speziell in der Steiermark, seine Produkte. Ja, ist halt so. Heutzutage haben die Ärzte Angst vor einem Automechaniker. Ein Automechaniker stiehlt den Ärzten die Show. Wie kann man das machen? Vielleicht durch lange Haare, aber nicht lange. Vielleicht durch Barfuß gehen. Aber in dem Moment, wo man Wissen hat, wo man Menschen erklärt, was ich selber machen würde, um gesund zu sein. Und das habe ich schon seit 7 Jahren gemacht. Zigtausend Menschen geholfen. Und deshalb glauben Sie, dass Sie mich mit sowas einschüchtern? Mich bestimmt nicht. Ich bin angstfrei geboren auf diesem Planeten, so ist jeder von euch. Deshalb soll sich jeder mal an der Nase packen und denken, was eigentlich auf diesem Planeten macht. Und jetzt zum Thema Ärzte. Den Ärzten laufen die Patienten davon. Die nehmen Produkte, Naturprodukte, der Körper, sie nehmen Vitamin D3. Sie haben Blutwerte wie ein 30-Jährigen. Da kommt der Appell an die Ärzte, an die Patienten, bitte nehmen Sie keine Produkte mehr von Robert Franz. Nein, wir werden weiter euer Gift essen. Oder die Ärzte in der Onkologie kriegen einen Patienten, der vielleicht Tumormarker hat von 176. Der kommt zum Arzt nach 2 Monaten, nachdem er die ganze Naturmilch genommen hat. Freiwillig. Und dann sagt die Ärztin, oh, Ihre Tumormarken sind von 176 rund auf 7,5. Oh, Sie nehmen auch Produkte von Robert Franz. Eben, was sollen wir mehr? Sollen wir uns vergiften? Wisst ihr was? Der ganze Dreck, was ihr da verschreibt, das ganze Gift, das giftige Müll, nehmt es mit nach Hause und gibt es euren Familien. Wahrscheinlich wird es denen auch nicht besser gehen als den armen Patienten, die nicht sterben. Wir bestehen 35% aus Mineralien und 65% Wasser. Was soll Gift in unser Körper bewirken? Ihr habt es geschafft, durch Werbung, durch die ganzen Korruptionen, was das sind, ich weiß, die Menschen dazu zu bringen, drogenabhängig, medikamentenabhängig zu machen. Und dadurch habt ihr gedacht, es wird ewig gehen. Eben, irgendwann kommt der Typ, der gerade steht und sagt, pass auf, das würde ich machen. Schaut mich an und die Leute machen das. Und ich habe das Vertrauen der Leute, was ihr eigentlich langsam verliert. Die Leute, die Menschen haben kein Vertrauen mehr in die Ärzte. Sie gehen seit 30 Jahren hin am Schmerz, seit 30 Jahren. Viele Menschen stehen mit Schmerzen auf, gehen mit Schmerzen schlafen. Viele Menschen werden regelrecht vergiftet. Ein Cocktail an Medikamenten. Wir sind abhängig von Medikamenten. Wir sterben an Medikamenten. Und das System sagt so, merkt euch, wir sind das System. Wir sind die Menschen. Wenn wir Systeme schaffen, egal ob ich weiß, was auch immer, ein Gesundheitssystem, ein Finanzamt, alles, muss es in unserem Sinne handeln. Aber in dem Moment, wo die Systeme außer Ding geraten und wir für alles bestraft werden, genau wie so eine Anzeige an freie Menschen zu stellen, dann sind wir in der falschen Richtung. Und deshalb werde ich meinen Weg weitergehen. Ich habe keine Angst von gar nichts. Und irgendwann muss es auch ein Automechaniker machen. Wahrscheinlich auch in der richtigen Gegend, der Steiermark. In der Steiermark ist ja, so wie so gesagt, Land der Kurfuscher. Als Beispiel ist Höllehansel neben Steins, der hat zigtausenden von Menschen geholfen, wurde auch angeklagt von der Ärztekammer aus Graz, Riesenprozess gemacht, 500 Reichsmark, da haben sie es hochgeschaukelt auf 10.000 Reichsmark, der hat sie nicht in die Hose gemacht, der hat weitergemacht und die Finanzbeamte das Geld mit dem Rucksack runtergetragen, ist zu lesen bei Wikipedia, auch von Behörden kontrolliert, sodass der Mann seinen Weg, so das merkt euch, ich werde auch meinen Weg gehen und der Höllehansel haben die Leute das Urin draufgetragen. Und demnach hat er was geschrieben, ich brauche keinen Urin. Ich stelle ein paar Fragen und sage, was ich machen würde. Den Urin sollen die Ärzte riechen von den armen Patienten in Krankenhäusern, elendig sterben in ihren Betten und den letzten Urin ablassen. Durch Naturmittel ist in den letzten 28 Jahren keiner gestorben, so ist das Ende. So, es zieht euch warm an, von Eibiswald weht Richtung Ärzte, Richtung wo auch immer. Die Menschen, die noch weiter vergiftet und ganz kalter Wind, so zieht euch warm an. Die Menschen haben das Gift fressen satt und deshalb ist die Zeit des Wandels gekommen. Ich werde auch meinen Weg gehen, werde geradlinig stehen. Wisst ihr, was ich da hinten drin habe? Bei mir, da ist kein Plastilin, da ist noch Knochen drin. Ich habe noch eine Wirbelsäule drin. Und ich bin geradliniger Mensch, werde mich für die Menschen einsetzen. Alles, was ich mache, kommt aus meinem Herzen, von ihnen, von meiner Menschlichkeit. Es bleibt noch immer dem Menschen überlassen, ob sie es machen oder nicht. Aber sie machen es, denn sie haben eure Scheiße satt, was da verschrieben wird. Es sterben zigtausende von Menschen an Medikamenten. Wir schauen zu und sagen, man kann nichts machen. Eben, einer kann es machen und der bin ich da. Nelson Mandela war 28 Jahre im Gefängnis und es gibt keine Apartheid mehr. Wahrscheinlich, wenn Robert Franz zu den Menschen kommt, wird es auch keine Pharma mehr geben. Okay, viele Grüße an die Ärztekammer in der Steiermark. Bin bereit, die Konfrontation anzunehmen. Vielen Dank.
wünsche euch einen guten Rutsch in neue Jahr. 2018 wird der Jahr der Entscheidung sein. Und ich stehe weiter gerade. Und ich wünsche allen Menschen einen guten Rutsch in neue Jahr, ein medikamentesfreies Jahr, ein medikamentabhängiges Jahr soll verschwinden. Und deshalb ist die Zeit des Wandels gekommen. Wir haben 80 Jahre Gift gefressen. Die Zeit des Giftes ist vorbei. Die Natur wartet auf uns. Wir schützen die Natur vor jedem Gift, vor jedem, ich weiß, giftigen Einfluss. Aber uns selber vergiften wir jeden Tag mit 17, 18, sogar 36 Tabletten. Eben, wer den Zug packt, ist in Ordnung. Wenn nicht, dann viele Grüße nicht vom Höllehansel, sondern vom Bachholzfransel. Ein gutes, erfolgreiches, gesundes 2018. Das erste Video war für die Ärztekammer Steiermark. Das zweite Video ist für den zweiten Auftraggeber. Da steht ganz groß drauf. Der Auftraggeber ist die Österreichische Apothekenkammer, Spitalgasse 31, 1090 Wien. Beauftragte Detektivbüro mit der Ermittlung, Beschaffung, Gerichtsbeweise gegen Robert Franz als Verdacht als Kurfuscher. Da ist er. Habt ihr gemacht, oder? Finde ich richtig toll. Die Österreich blüht voll Apotheken auf. Es sind im Jahr, habe ich schauen lassen, 4.079.000 Krankheitsfälle. Und in Österreich gibt es 40 Millionen Arbeitstage, wo die Menschen, obwohl sie Medikamente nicht schaffen würden, bedeutet, die Menschen werden regelrecht vergiftet. Es sind 40 Millionen Arbeitstage, bedeutet 16.000, 17.000 Menschen in Österreich stehen ein ganzes Jahr lang und schauen zu. Obwohl sich vollpumpen mit allerlei für Medikamenten. Wenn ich heutzutage in Apotheken reingehe und sehe, was für Gift da verkauft wird, wie kann sowas sein, dass im 21. Jahrhundert öffentlich Mittel verkauft werden mit Nebenwirkungen, wo Tod draufsteht, Gehirnblutung, und wir akzeptieren das. Ich jedenfalls akzeptiere das nicht. Und es ist mein Recht als Mensch, die Menschen aufzuklären, Naturmittel zu nehmen, obwohl die Apotheken in der letzten Zeit auch Naturmittel verkaufen. Nur die Dosierungen sind zwischen 5 und 6 Mal niedriger als die normalen Mittel, die eigentlich Menschen helfen. Sodass, viele Grüße an die Apothekenkammer Österreich. Ich scheiß mir nicht in die Hose, er ist Robert Franz und werde auch weitermachen. Sodass, merkt euch, ich habe in Deutschland 18 Prozesse gehabt, 1 Million, ich weiß, Anwaltskosten, habe Gefängnis gemacht, 10 Jahre. Jeder Mensch ist mir wert, ihm aufzuklären, dass Gift zu essen nicht die Lösung ist. Sodass, mit dem Ding, was ihr jetzt gestartet habt, sehr gut, wird es halt öffentlich. Es wird eine ganz tolle Show. Robert Franz, Apothekenkammer Österreich. Und lasst mich auch nicht einschüchtern, vor wem auch immer. Ich bin ein freier Mensch, bin angstfrei auf diesem Planeten, frei von Apothekenkammer, frei von Ärztekammer, frei von Detektivbüro. Was mich interessiert, Menschen und menschlich auf diesem Planeten. Und wenn wir den ganzen Planet zumüllen mit Müll und die Apotheken weiteres Gift verkaufen und wir sie fördern, ist das halt nicht mein, ich weiß, mein Ding. Und deshalb müsst ihr wieder Vertrauen der Menschen bekommen. Wahrscheinlich verliert es langsam das Vertrauen der Menschen. Weil die Menschen rennen weg und die haben gesagt, die ganzen Apotheken sagen, ja, Robert Franz ist schlimmer Schleichwerbung. Die Menschen haben Vertrauen in den barfüßigen milliarden Haare. Ja, es ist die Zeit, weg vom Gift, zurück zur Natur. So, dass viele Grüße nach Wien und wir sehen uns vor Gericht. Alles Liebe, Robert Franz, und bitte 2018 weniger Medikamente, weniger Gift verkaufen und mehr Natur in eure Packungen. Es sind 240 Millionen Packungen, die ihr da verkauft, ist eine Milliardenindustrie und wir die Menschen finanzieren uns. Respektvoll leben und hört auf, uns zu töten. Ja, und jetzt drehe ich das dritte Video für das Detektivbüro Observer aus Kärnten. Und die der Auftraggeber, die Österreichische Apotheke, beauftragt hat, an mir rumzuschnüffeln, zu schauen, wie ich Menschen helfe, da ich Menschen einfach sage, was ich eigentlich machen würde. Da steht Gegenstand, Zielperson ist Robert Franz. Ich stehe schon lange in euer Visier, aber ihr seid nicht in Stand abzudrücken, sozusagen abzuspritzen. Hm? Kriegt ihr keiner hoch, wenn ihr mich seht? Oder seid ihr nur neben mir und könnt euch nicht zeigen, wer ihr seid? Ich jedenfalls, wenn ich Menschen gegenüber trete, sage ich, heiße Robert Franz und habe das und das vor. Aber ihr seid ja so die kleine Schlüffner, die Detektive schnüffelt rum. Sogar wenn Menschen ficken und dann bei mir könnt ihr auch rumschnüffeln, wie ich Menschen helfe. Und ich sage nicht, dass ich Menschen nicht helfe, ich werde Menschen weiterhelfen. Und so wie ich sage, bei mir ist es, könnt ihr zuschauen, wie ich nämlich euren Arbeitgeber, die Pharma, schön fick. Nicht F.Bieb, sondern ficken. Den werde ich durch seit 7 Jahren schon unterwegs und wir brauchen keinen Pharma. Das ist das größte Geisel der Menschheit. Und ich lasse euch von so Dingen, da ist Detektivobservierungsbericht, da steht drin, darf nur im Rechtsverkehr verwendet werden. Was interessiert, ob ich Rechts- oder Linksträger bin? Ich fahre nicht in England, ich fahre in Österreich, den geradlinigen Weg. Jetzt werde ich sie im Links benutzen und euch öffentlich stellen. Was glaubt ihr? Für was seid ihr zum Schnüffeln da? Habt ihr überhaupt ein eigenes Leben? Wisst ihr, was Leben bedeutet? Ich helfe Menschen, dass sie vom Tod, ich helfe euren Verwandten, dass sie nicht sterben. Und ihr tut an mir rumschnüffeln. Mach halt weiter. Aber so wie ich sage, und was ihr, das Größte, was ihr geschrieben habt, da vor einem Bericht da, die 7 Seiten, nachdem ihr tolle Bilder geliefert hat und Antipharma-Seiten von Robert Franz, die sind auch da, die bleiben auch da, die werden immer da bleiben. Wenn ihr nicht mehr da seid, werden doch immer da sein, genau wie mein Mann.